Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Project Ozone 2 Cover Mode. So, wir machen heute die restlichen oder überhaupt erstmal die Upgrades. Eigentlich müsste ich jetzt mal hier rüber gehen ins Last Millennium. Habe ich aber noch da drüben verstellt, um da rüber zu laufen, wäre es Schwachsinn, weil wir haben das Zeug schon rüber geholt und das ist dabei rausgekommen. Nur von dem einen restlichen Input, den wir da hatten. Ich glaube, wenn wir das so machen, das sollte das echt reichen. Ich bin jetzt mal gespannt. Ja, diese Capacitor-Teile da, die Capacitor-Line 1000 Plates. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir mal so. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Machen wir mal so. Ich bin gespannt. Also wir dürften jetzt gut was rausbekommen. So, ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Soulbinder. Ich glaube, da sollten wir vielleicht doch erst dran setzen. So, wir brauchen vier Heads. Irgendwelche. Ich würde sagen, kommen hier die Blaze-Heads. Das nehme ich gerade so an. Die brauchen wir eh nicht. Wir brauchen zwei Solarium. Da habe ich mal ein bisschen Zollzeit gefarmt. Was brauchen wir noch? Ein Machine Chassis. Also 4 Steel Ingots. 4 Iron Bars. Pressurized Fluid Tanks. Da habe ich mal hier Dark Steel vorbereitet. Brauchen wir noch Fused Quartz, ne? Genau. Okay, dann nehme ich nochmal hier vier mit. Den Rest sollten wir dann eigentlich haben. Den Capacitor können wir hier mitnehmen. So. Denn der PUD habe ich darüber gestellt. So, dann können wir jetzt hier schon mal die Tanks vorbereiten, beziehungsweise hier diese Dark Iron Bars. Das kann da rein. So, und jetzt sollten wir eigentlich schon alles dafür haben für einen Soulbinder. Ist an sich nicht das Thema. Das Thema, das wird jetzt gleich erst passieren. Und zwar müssen wir noch schauen, dass wir einen Zombie kriegen. Ach, Moment. Wir müssen ja noch hier den hier machen. Fast verpennt. Eins, zwei. So und so. So, so. Und den Rest mit dem Blazeheads. Und wir haben einen Soulbinder. Sehr schön. Quest complete. Soulbinder. Nehmen wir uns hier schon mal einen Octadick mit. Ach stimmt, ich habe auch hier noch ein XP-Obelisk gemacht. So, mal kurz gucken. Wie viele brauchen wir? Eins, zwei, drei, vier. Wir brauchen vier Zombies. Das heißt vier Soul Vials. Hier davon. 12. Wir brauchen 48. Ja, Alter. Ich bin gespannt, wie hart wir jetzt gleich sterben werden. Bin ich echt mal drauf gespannt. Das Gute ist aber, wenn wir das gleich hinter uns haben, können wir ganz gechillt Magical Crops farmen, ohne irgendetwas zu machen. Also die zu maximieren auf 10, 10, 10. Und wir können uns dann auf andere Sachen konzentrieren. Da habe ich auch schon eine Idee, was. Da habe ich nämlich so zwei Spezialisten am Laufen, mit denen ich auch wahrscheinlich demnächst ein neues Projekt starten werde. Weil momentan habt ihr ja schon mitbekommen, viele YouTuber steigen jetzt momentan, versuchen generell jetzt von YouTube wegzukommen. Und da sind so Plattformen, andere Plattformen groß am Kommen.
unter anderem auch die Plattform Bit.me. Da haben sich jetzt schon einige angemeldet, unter anderem der Trivoro, der Street Digger, der Amiga Link. Ja, also schon ein paar so, die mit denen ich auch schon zu tun hatte. Ich glaube Amiga sogar weniger, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Wie viel Level braucht das eigentlich? 10, gut. Auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall geguckt, dass viele von YouTube wegkommen. Ich glaube, wenn wir hier reingehen, reicht das auch. Jo. Alter, mach doch sowas nicht. So, eins, zwei. Hallo. Alter, halt ich hier lange aus. Zombie, Zombie, Creeper, das muss nicht sein. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Da. Weiß nichts hier raus hier. Da ist der Ausgang, da ist der Ausgang. Oh oh, oh oh. Tschüss. Alter. Ey, ich hab 18 Level bekommen. So, schmeiß mal hier schon mal dem Blut rein. Sehr schön. Zehn, 20, 30, 40. Ich weiß, das ist Verschwendung, aber da können wir noch was aufbauen, dass die, dass sich das automatisch auffüllt. Also das ist nicht das Thema. So. Zollbinder haben wir. Fangen wir an mit dem Seed Sorting. Da brauchen wir ein Seed Ejecting Modul. Oh, ich muss mal mein Headset leiser machen. So, schon besser. Wo haben wir die Teile? Hier. Wir brauchen jetzt ein paar von denen. Okay. Machen wir schon mal Cropsticks. Können wir jetzt demnächst gut gebrauchen. Machen wir da mal ein paar. Na. Zack. Was fehlt? Also, normales Sticks bringen dann nichts viel. Versuchen wir es nochmal. So, zack. 12. Das waren jetzt mal die ganzen Blades. Wie viel Stahl haben wir noch da? Alles klar. 7 Stück. Dann machen wir noch ein paar von den Teilen hier. So. Hoffentlich reicht das jetzt auch. Ich habe hier schon mal die. Ne, ich meine nicht. Ich laber wieder Bullshit. Wie so häufig. So, 4, 4. So und so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist jetzt im Grunde genommen der Maximale von den Ecken her. Da kann man auch unten was machen und so weiter, aber ich finde, das ist schon schnell genug. So, jetzt hier zu den
gut, das dauert zu lange. So, versuchen wir das jetzt noch einmal. 32 Stück. Dann können wir jetzt hier schon mal einen Hopper machen. Und wir brauchen irgendeinen Seed, da bietet sich doch hier so ein Barley Seed an, oder? Und den gibt es dann natürlich nicht, okay. Gar kein Thema, gar kein Problem. Alles easy. Zack, ein Weed. Und ein Weed Flower. Hier gibt es immer so ein Medizin. Und du kannst raus, ich brauche es nicht. Gut, dann machen wir das eben mit dem Medizin. Wenn der nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht, was ich habe. Gut, Seed Ejecting war cool. Wir brauchen jetzt aber noch so eine Magnifying Link. Dafür haben wir eine Glass Pane. Kennst du Max Pane 3? Das ist der kleine Bruder Glass Pane 3. Boah, ich höre jetzt schon wieder das an Kopf schlagen mancher Zuschauer. So, Magnifying Lens. So, und wir brauchen so ein Set Logic. Gut, dass das kein Kopf ist, danke für die Info. Wobei, wir brauchen eigentlich ja nur 8. Genau wie wir hier nur 8 Silicon brauchen. Was braucht der Teil noch? Redstone. Brauchen wir ja nur 4 und die 4 Zombies. Mit denen müssen wir echt noch ein bisschen sparsam sein, da werden wir noch viele brauchen. Oder ich muss wieder oben stehen und viele Zombies listen. So, zack, zack. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Ich wünsche mir, dass es noch ein bisschen schneller gehen würde. Zack. 10 Level. Erster Franken-Zombie. Zack. Zack, zack. Oh, cool. Der braucht aber wirklich nur 10 Level, so wie ich seine andere Maschinen brauchen. So, zack, 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 zack. Die Z Logics haben wir. Sehr schön. Dann packe ich die hier rein. Das läuft doch schon fast wie geschmiert. Aber auch nur fast. So. Machen. Ein Seed Sorting Module. Wobei, der packen wir jetzt auch hier rein. Dann brauchen wir das Plant Upgrading Module. Da brauchen wir noch ein Magnifying Glass. Also nochmal Max Pain 3. Dachte ich mir schon. Eigentlich brauchen wir ja dann die drüben nicht mehr. Mupse ich mir die mal ganz, ganz frech. nehmen wir hier den angebrochenen Stack. So. Und nochmal 2, weil wir brauchen noch eine Dia-Schuppi. Also diamäßig sind wir gut ausgestattet, so ist es nicht. So, Band Upgrading Module haben wir. Kommt auch hier rein. So, das kann dann auch weg. Seed Analyzer.
braucht man nochmal. Na. So, so. Haben wir. Dann brauchen wir jetzt nur noch das Seed Harvest. Das Harvesting Modul. Und das Breeding Modul. Da war ein. Was habe ich denn da gerechnet, dass wir 4 brauchen? Anscheinend wieder nur auf den Müll gerechnet. Na komm, dann machen wir zuerst das hier, das ist schnell erledigt. So. So, Melone haben wir hier. Ach, da haben wir eine Melone. So. Und wir haben unsere Modules. Wobei, die können wir hier reinpacken. Packen wir das hier rein. Und wir nehmen unsere Agricraft Farming Station. Das würde ich sogar hier zu einem Wettfahrzeug noch packen. So, brauchen wir das hier einmal raus. Das kann hier rein. So, holen wir hier mal unsere Module raus. Seed Sorting, Plant Upgrading, Analyzer, Breeding und Seed Harvesting. Dann holen wir uns hier ein, nein, nicht hier. Hier ein High Temperature Furnace. Ich bin am überlegen, der war Overpower. Also ein bisschen Overkill. Ich hatte doch noch. Wo habe ich den jetzt hingepackt? Ja, komm, dann lassen wir es bei dem. Ja. Nehmen wir doch hier den mit. Der wahre Grund eigentlich, warum ich das jetzt nicht machen wollte, ist, weil wir jetzt dafür noch einen Fluid-Tank von Ender-Aero brauchen und ich nochmal zum Rüberlatschen muss. Na gut. Passiert. 4 Dark Iron Bars. 4 Tungsten und der hat auch noch ein Glas gebraucht, ne? Genau. Dann machen wir den nochmal schnell. Und dann nochmal schnell einen Ender-Tank. Ich wünsche mir, dass man hier so gerne Items Schrift reinklicken könnte. Also so. Ich hoffe, ihr wisst, was gemeint ist, ne? Der war. Das war auf dem weißen Kanal, oder? Braun? Okay. Ich hoffe, ich war Cowboy und ansonsten mache ich das einfach schnell auf dem weißen Kanal. Ja, natürlich habe ich Kakaobohnen. Ja gut, jetzt hätte ich keine Kakaobohnen. Ich meine, 7. So. Ender Tank. Wir brauchen einen Crucible. 4 Blaze Watts. Eine Enderperle. Die braune Wolle. Und 2 Obsidian. Tag. Ist ja gut, ich weiß. Du erkennst diese scheiß braune Wolle nicht. So, Endertank. Nee, dich würde ich gerne hier haben, dich hier. So. So. Und dann hier Push-Pull. So, dann brauchen wir hier von 2. Ach, der kann jetzt nur von
Also, okay. Können wir wenigstens ein Item-Konto von der Seite oder so? Natürlich nicht. So, Prop 6 können wir schon mal machen. Sehr schön. Dann machen wir noch einmal. Zack. Machen wir hier einen Aufgang. Machen wir einmal kurz so. Ja, nicht so. Eher so. Dann können wir nämlich hier nur sagen, always active. Umflügen. Und können dann einmal hier so. Sehr schön. Und was wollen wir denn zuerst maximieren? Nehmen wir hier die ersten vier einfach. So, im Nordwesten machen wir Electroteam. Nordosten Bliss. Ardite. Und er. Also du brauchst noch eine Ho. Kannst du die nehmen? Tatsache. Finde ich cool. Dann holen wir die aber noch hier so ein. Und dann hier ordentlich Puffer, weil ich weiß, dass sie sich gerne volllaufen. Oh, die Diatonen hatte ich dabei. Da habe ich ein paar Diatonen gemacht. Also, machen wir hier Input mit Priorität 0. Minus 1. Minus 2. Minus 3. Und wer jetzt erwartet, minus 4. So, ich werde dann hier nochmal oben drüber so diese Wooden Irrigation Channel machen. Mit den Sprinklern, dass sich das gut befüllt. Also, dass sie schnell ranwachsen. Dann würde ich sagen, vielleicht haben wir beim nächsten Mal, glaube ich nicht, dass wir die alle schon fertig haben, aber beim nächsten Mal sollte die Geschichte schon hier besser aussehen. Ne? Ich kann ja hier schon mal die CC Fatisand rausnehmen, das hier und das hier. Und die hier. Ich glaube, mir ist schon noch gar nicht fertig. Dann packe ich mir hier die Truhe hin mit den fertigen Seeds. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bin mal gespannt, wie es dann nächstes Mal hier aussieht. Gut. Haut rein und tschüss!